Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2019. Und ihr seht wieder eine neue Map, die wir uns heute mal angucken, nämlich die Map Kaminki. Da bin ich mal sehr gespannt. Ist angelegt an eine polnische Atmosphäre. Und wir gucken nochmal genau, was es denn sich hier aussieht. So, wir fangen hier an am, ja, sehr stylisch. sehr stylisch. An der Bushaltestelle. Ja, das ist natürlich cool. Und ja, ich weiß nicht warum, immer wenn irgendwelche osteuropäischen Maps sind, dann liegt da relativ viel Müll rum. Ich finde das irgendwie gar nicht. Weiß ich nicht. Also, das ist auch direkt in so eine Schublade rein. Naja, lassen wir das mal so stehen. Wir gucken mal erstmal. Also, hier ist noch so ein schöner Teich, etc. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Das könnte. Das ist natürlich geil, hier. Gittersteine, ne? Hey, das hat was. Hier gibt es definitiv Tiermenü. Ah, okay. Ja, okay. Wir sind hier an einem Hof von uns. So, welche Tiere hier behaust sind? Sind Kühe, denke ich mal. Würde ich mal meinen. Wir können ja auch bei dem Links einfach mal gucken. Nee, Schweine, okay, boah, wieder geirrt. Ja, man kann hier auf jeden Fall durchfahren mit dem Trecker, so wie es aussieht, ne? Weil hier nämlich ein Ablagepunkt ist für Futter etc., denke ich mal. So, oder Stroh kann natürlich auch sein, dass man das da hinkippt, es kommt da so ein bisschen drauf an. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus, hier, das meine ich damit, ne? Überall steht immer eine Waschmaschine. Also, wenn ich in diesen Ländern bin, steht da nicht überall eine Waschmaschine rum, das ist mal ganz klar gesagt. Ich hoffe, dass da ein Grill steht und der Tisch ist natürlich auch schon gedeckt, sehr schön. Ja, ihr seht sehr viele, oh, das ist aber eine niedliche Karte, sehr viele kleine Felder dann dabei, wobei, glaube ich, so klein ist die Karte gar nicht. Wir gucken mal einfach, wir zoomen mal etwas rein, aber es geht, ne? Also gucken wir mal, was uns erstmal gehört. Oh, uns gehört recht viel. Also wir sehen hier, dass es eins, das, da gibt es sogar noch einen Hof, den man kaufen könnte, den hier so gesehen, den, ja, wie auch immer man das aufteilen sollte, ich habe keine Ahnung. Geh mal weg hier, so. Die drei Höfe gehören uns halt. Es ist aufgeteilt in, dass alle Tiere vertreten sind. Schweine, Hühner, Kühe und Schafe. Schweine, Hühner, Kühe, Schafe, doch vier Stück, genau. Das sieht erstmal ganz nett aus. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die Trecker? Mal gucken wir mal hier rein. Hier ist kein Trecker. Ja. Das ist sehr schön. Also, ja. Achso, ich dachte gerade, man könnte da durchgucken, so, aber es reflektiert einfach nur. Ja, es ist so eine. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ist natürlich alles ein bisschen eng hier, wenn man das so sieht. Ne? Also hier der Wendekreis, den man hier hat, das ist für große Trecker natürlich überhaupt nichts. Aber das ist ziemlich cool gemacht. Also sogar ein... Ah, okay. Erst geht das eine Tor, dann geht das andere Tor offen. Das ist ziemlich geil mit den Gittersteinen, dass da vorher nicht mal jemand drauf gekommen ist. Finde ich persönlich ziemlich cool. Und gucken wir mal. Also hier ist quasi euer Hof für Schweine, wer es denn, wen es denn interessiert. Ich hüpfe mal gerade weiter. Genau, jetzt sind wir einfach mal hier reingesprungen. Eine Sache muss ich gerade mal ändern. Das einmal. Upsala. Dann den Zeitintervall und den automatischen Motorstart bitte aus. So. Die Geräte sind natürlich interessant, was man hier so hat. Hier sieht es schwer nach einem Silo aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist auch ziemlich cool. Ah, geil. Das ist ein Fahrsilo. Und dann mit so Autoreifen. Richtig cool. Also das finde ich schon ziemlich cool. Mag ich sehr. Sehr stylisch. Auch generell hier, da die, dass hier mal so ein paar Büsche stehen und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool, finde ich zumindest. Kreissäge, ja klar, gehört hier hin, ne? Wenn man wen entsorgen muss. Das ist auch, oh, guck mal, hier sehr chillig, ne? Guck mal, hier ist auch schon wieder alles gedeckt. Ja, cool gemacht. Sehr, sehr detailliert. Also ihr merkt, dass ich finde das gut und schön. Ich mag solche verwinkelten Maps etc. Das ist dann wohl der Kuhstall, genau. Das sieht jetzt gar nicht so viel anders aus. Aber man kann ja immer schön durchfahren. Ich denke mal, dass dann hier auch das, der ganze Dreck liegen wird von den Viechers. Hier wird, denke ich mal, die Milch dann abgetankt werden können. Und was ist hier noch so drin? Ein Hänger. Ein sehr schöner Hänger, wenn ich das mal sagen darf. Den mag ich sehr. Ein sehr guter für den Start auf jeden Fall. So, hier sehen wir auf jeden Fall drei Geräte. Das ist nicht so gut, sagen wir es mal ganz ehrlich, wie es ist. Wobei an der Größe der Map, glaube ich, ist es dann egal. Das hier ist ein... Ach, ein Valtra. Valtra A, 104, okay, so kleines Dingen. Und, ja, die sind gar nicht schlecht, die Dinger. Finde ich zumindest. Von Stara. Das muss man nochmal gucken, genau. Hier ist eine Amazone, das ist die, Direktsaat mit Düngefunktion, müsste es, glaube ich, sagen. Ich gucke mal gerade in der Garage, bevor ich wieder nur Müll erzähle. Mit kann das Felder bestellen. Dann war das die andere, ich verwechselt. Also keine Direktsaatfunktion, nur eine ganz normale Sämaschine. Wobei die gar nicht schlecht sind, finde ich zumindest, von Amazone. Das geht ganz gut. Gucken wir mal gerade durch. Also der Stara mit 105 PS, den Valtra mit 100 PS. Dann haben wir das Gerät hier mit einer Schneidbreite von gerade mal 4,2 Metern. Das ist nicht so ganz so gut. Das ist kein schlechter, den kann man nämlich pimpen. Das heißt, man kann den
Ich glaube, bis 12.000 Liter aufbohren. Das ist dann schon mal ganz nett, wenn man das so sagen darf. Ja, und ein paar Unterstände. Das war's. Mehr nicht. Das ist sehr wenig für den Anfang, aber es reicht ja auch. Es muss ja gar nicht immer so viel sein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Genau. So, das sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus hier mit dem ganzen Hin und Her. Und ja, alles sehr verwinkelt, sehr schön. Ich stehe drauf. Ich mag kleine Maps von aus gesehen. Wer jetzt auf die großen Geräte aus ist, ich glaube, der ist hier falsch. Das muss man ganz klar sagen. Das zum Beispiel finde ich persönlich nicht so gut. Hier den Baum so nah da dran, weil das wird knallen, definitiv. Also die Birke würde ich wegmachen. Das ist sehr schade. Das ist, finde ich persönlich, nicht so ein gutes Map-Design. Ne? Das hätte man so einen Zentimeter weiter nach links stellen können, von mir aus gesehen. Jetzt, das bedeutet, dass man, und das hier auch, ne? Und wenn ich das jetzt schon bei einem Feld mit zwei Bäumen habe, hier vorne, das der Baum auch, ne? Oder? Nee, doch nicht, das Wasser dahinter. Ich habe nichts gesagt. Das ist schade, sowas. Ne? Das nervt. Kennt jeder. Also unabhängig davon, ob ihr einen Helfer einstellt oder nicht, da fährt man gegen. Ne? Also nicht mit dem Trecker, mit dem Ernter. Das ist schade. Das ist. Ja, ein kleiner Wermutstropfen. Aber es gibt ja das Fichtenmoped von außen gesehen, kann man da bestimmt ganz gut durchgehen. Genau. Hier ist, glaube ich, unser. Sieht so nach dem Haus aus. Die Karte ist sehr klein, man sieht es halt. Man kann sehr schlecht reinzoomen. Das ist ein bisschen schade, dass die wirklich so klein gemacht unten ist, dass man da gar nichts sehen kann. Weil ich wüsste jetzt nicht, bin ich jetzt. Boah, ich bin irgendwie bei Feld 55, ich muss aber ganz schön nah an meinen Bildschirm rangehen hier, damit ich das sehen kann. Das ist nicht sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, da gewöhnt man sich dran. Also irgendwann fährt man auch ohne Karte. Ich zumindest, wenn ich die Karte dann irgendwann kenne. Also auf der Karte Beecham, die ich jetzt aktuell schon ein paar Stündchen verbracht habe, brauche ich diese Map eigentlich nicht mehr, außer ich weiß ich nicht. Man hat sie zwar irgendwie an, aber man guckt da dann gar nicht mehr so drauf. Genau. Kann man hier irgendwie hoch, damit man sich mal einen Überblick verschaffen kann? Leider gerade nicht. Ist ja nicht schlimm. So, das sieht auf jeden Fall erstmal ganz nett aus. Ich mag dieses Verwinkelte, das ist sehr schön. Wir nehmen einfach mal den Valtra, weil ich glaube, der Starer fährt doch 43. Ich glaube, der andere fährt auch 43. Ja, ist egal. Fahren wir mal Valtra. Na, also ihr seht das hier sehr klein, sehr eng alles, aber gut gemacht, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ist das hier noch so drin? Ah, ist auch nichts drin, ist auch gut. Schön, wenn man so alle Türchen aufmachen kann. Obwohl dieser Raum, der ist ja total sinnlos eigentlich. Aber man kann ihn aufmachen, das finde ich schön. Wobei, man hätte ihn dann ja auch von innen etwas besser natürlich gestalten können. Ja, das ist wirklich sehr eng hier. Also selbst mit einem größeren Ernter müsst ihr wirklich aufpassen, wo ihr hier lang fahrt. Ja, auch das ist cool, dass es hier dann von den Texturen her, finde ich zumindest, den Putt ist und dann geht das hier in so einen Feldweg über, bis man dann zur Straße ist, weil da hinten dann halt quasi die schweren Geräte langfahren müssen, ne? Also der Ernter zum Beispiel etc. Das ist dann schon mal ganz nett. Genau, so, gehen wir auf die Reise und gucken mal, wo es uns so hin verschlagen wird. Also das ist auf jeden Fall vom Detailgrad her sehr nett. Das ist die Frage, was passiert, wenn ich durch das Wasser hier fahre? Nichts, ist aber nur ein bisschen, ist schön. Ist aber auch gut, dass man durchfahren kann ohne. Ach so, Verkehr, ja. Stand dabei, dass Verkehr ist. Ich fahre mal gerade auf der Seite. Ja, also, wenn ich jetzt hier durchfahre, dann. Der Trecker fällt nicht um. Und es ist halt schön. Das ist gut. Bei der Karte Meetjump ist das ja so mit dem Bürgersteig. Das ist sehr nervig. Das ist der größte Wermutstropfen dieser Map. Aber ja, da kann man dann drüber wegsehen. Ihr seht, es sind sehr kleine, sehr kompakte Felder. Man braucht gar keinen großen Ernter, wenn ihr mich fragt. Das sind alles Mini-Maps. Ja, der Baum jetzt mal, ja, das ist alles, das ist überall hier so. Da müsst ihr mit leben, sag ich mal so, ne? Also, das ist dann halt so, wie es ist. Genau, wir fahren mal weiter, das ist auf jeden Fall sehr schick. Eine Sache wollte ich gerade noch gucken, bevor ich hier weiter. Das ist zum Beispiel auch cool, ne, dass die beiden Felder hier dann mit so einem schönen Feldweg getrennt sind, ne? Ja, die Bäume bieten natürlich dann etwas oder tragen zur Atmosphäre bei, keine Frage. Doof ist ja auch, das sind so diese krummen Bäume, die man halt blöde fällen kann. Und ihr wisst, wie ich Bäume fällen hasse in diesem Spiel, weil ich spiele ja den Landwirtschaftssimulator und nicht den Forstsimulator. Aber das, ja, vielleicht wird einer von euch daran seinen Spaß haben, diese Bäume zu entfernen. Ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, aber ich verurteile euch nicht. Ganz wichtig, ganz wichtig. Nein, Quatsch beiseite. Das ist, ja, man hätte die Karte einfach ein bisschen weiter auseinanderziehen können und dann hätte dieser Baum hier links und rechts nochmal den gleichen Spielraum, wie hier so generell dazwischen ist. Ne? Und dann könnte man mit dem Drescher ganz normal daneben herfahren, denke ich mal. Das sollte dann passen. Bei dem hier ist es eigentlich noch viel, viel krasser, weil, ja, ich sag mal, ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendein Landwirt das so machen würde. Ne? Also, er steht ja wirklich hier auf dem Acker drauf, ne? Wenn man das so sieht. Ich glaube, der Baum würde dann der Buchhaltung, also der Buchindustrie, den Buchbindern so zum Opfer fallen. Naja, egal. Wir gucken mal weiter. So, eine Sache wollte ich gerade noch schauen, und zwar, was denn hier die Felder kosten.
Eierfeld 61, 15.000. Das ist super. Das ist ein richtig guter Preis. Ich sehe gar nicht, dass mir irgendwelche Felder gehören, wenn ich das mal so sagen darf. Ne, also, alles recht groß, ne, oder recht schöne kleine Felder, wenn man das so sieht, aber es gehört mir kein einziges Feld. Ich könnte natürlich jetzt sagen, okay, ich verkaufe das hier, da kriege ich 15.000, 16.000 für, okay, das ist jetzt egal, ob ich das verkaufe oder nicht. Hier kriege ich 12.000 für und hier kriege ich 13.000 für. Ja, also wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr wollt keine Schafe und keine Hühner haben und dann könnt ihr diesen Hof natürlich verkaufen. Wenn ihr sagt, ihr wollt keine Schweine haben, verkauft ihr den Hof. Und das gleiche natürlich bei den Kühen. Hier gibt es noch Hühner, nochmal dazu. Also das wäre dann, wer auf Kühe mit Hühnern in Kombination mit besser findet als, obwohl hier ist, nee, das ist nur der Verkaufspunkt. Ich habe nichts gesagt, hier vorne gibt es nur Hühner. Okay, wir fahren weiter. Also Kosten für die Felder vollkommen in Ordnung. Man muss natürlich auch bedenken, dass diese Felder sehr klein sind. Ne? Also, aber wenn man jetzt verschiedene Felder hat, kann man natürlich auch verschiedene Früchte permanent anbauen. Das ist schick. So, hier ist irgendwie so ein blaues Ding da unten auf der Karte. Ich will wissen, was das ist. Deshalb fahre ich da mal hin. Wer hätte jetzt gedacht, dass das Blaue ein See ist? Ja. Jetzt mache ich hier das mit dem Wald. Hier ist besser gelöst. Ihr habt einen kleinen Abstand dazu, ne? Wenn ihr das jetzt hier seht, den Bäumen. Die Bäume sind deutlich besser platziert hier, wo ich jetzt gerade stehe. Allein hier, da kommt man... Ich fahre da hier ganz normal mit dem Trecker lang, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe. Das ist... besser. Das ist besser. Wenn ich dann in dem hier sehe, sagen wir, ich fahre jetzt einfach mal hier so ran vorbei, dann passte das so gerade, aber ihr wisst, wie der Helfer ist und ja, das ist das Problem dabei. So, hier ist eine kleine Hauptstraße aus der Intelligenzburger fahren, dann kommt der Verkehr wieder. Jetzt ist die Frage, wo die hier lang fahren, das würde mich mal interessieren. Also Verkehr, ich habe ihn ganz oft auf irgendwelchen Maps dann irgendwann ausgemacht, weil er mir auf den Keks ging, weil die einfach manchmal zu doof sind und dann verdoppelt sich das mit dem Helfer und so weiter, das ist halt irgendwie Käse. So, hier ist der andere Hof mit den Schweinen, die wir ja nochmal haben. Ach, da war, wo wir eben waren, der Startpunkt quasi. Ja, wenn man jetzt hier so überlegt, man möchte halt hier einmal wenden, dann, upsala, jetzt habe ich meinen Stuhl da weggefahren. Dann geht das mit dem Valtra sehr gut. Mit größeren Treckern müsst ihr da wirklich aufpassen, ne? Geil mit den Dingern. So, fahren wir hier rechts runter. Das Geile ist, dass die Autos in die kleinsten Straßen reinfahren, ne? Und ich sag mal, eben waren zwei Autos hinter mir auf so einem kleinen Weg, da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. Aber das ist die Mechanik von diesem Spiel. Ne? Das ist nichts gegen diese Map. Da ist halt der Verkehr ist halt irgendwie, naja, ein bisschen über. So, hier das Ende der Karte. Wir fahren mal weiter, was passiert. Da knallt, okay. Finde ich aber schön, man sieht hinten kein Ende. Ne? Also da ist irgendwie so ein, ja, wissen nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, sagen wir es mal so. Aber der Rest ist dann schon mal ganz nett gemacht. So, das hier sieht schwer nach BGA aus. Das ist, glaube ich, die niedlichste BGA, die ich kenne. Nach der platzierbaren BGA. Mit, ja. Das ist niedlich. Das ist wirklich niedlich. Ja, hier muss man... Oh, hier ist mit Rampe. Das ist gut. Das mag ich. Das ist schon mal gut. Dass man sagen kann, okay, man fährt hier mit einer Rampe oder man nutzt hier die Rampe dafür, dann ist das wirklich sehr cool. Coole Sache. Kann man durchaus mal machen. Ja, feine Sache. Wir fahren weiter. Hier auf der anderen Seite ist noch ein Verkaufspunkt. Das Sägewerk, ah, okay. Sieht zumindest sehr nach Sägewerk aus, wenn ich das mal so sagen darf. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Auch das hier mal so ein paar Sachen rumstehen. Es stehen sogar Kreiswerk, eine Kreissäge am Sägewerk, das finde ich persönlich ganz nett. Okay. Ja, cool. Schöner kleiner Verkaufspunkt dabei. Aber auch hier diese große Zufahrtsstraße in der Mitte, das ist sinnig gemacht, ja. Jetzt fahren wir einmal in den Süden der Map. Dann noch auf die andere Seite. Ja, also hier die Straße ist auf jeden Fall schön. Da kann man auch mit größeren Geräten herfahren. Ne? Also das geht durchaus. Ihr fahrt auf jeden Fall nicht mit großen Schneidwerken, die fest montiert sind, hier irgendwie dran vorbei. Das würde ich euch nicht raten. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier... Ne, da ist auch Ende. Ich fahre einfach mal weiter, was passiert. So, ja. Sehr schönes Ende der Karte. Kein Tunnel, wo die Autos verschwinden. Die Autos fahren weiter und sind dann halt quasi in den Horizont und weg. Ne? Irgendwo gen Süden oder wo auch immer hin. Und ja, das ist schön gemacht. So, hier ein weiterer Verkaufspunkt. Was gibt's denn hier? Ich kann kein Polnisch. Skupts Botza. Ich kann Piwo. Und solche Sachen halt. Ja, dass man in fast jeder Sprache kann. So, solche Sachen, das kann man halt. Das kann ich in Polnisch. So. Hier ist eine Waage da drauf. Sehr schön gemacht. Also von den Detailgraden her und so weiter. Auch hier zum Beispiel sowas finde ich persönlich sehr schön. Das sieht toll aus, weil das so ein bisschen ausgefranst ist, ne?
Ich sag mal, wenn ich hier so einen Acker habe, wo ich keinen Asphalt habe, ähnliches, wo den ganzen Tag irgendwelche schweren Maschinen rumfahren, dann sieht das halt so aus. Und im echten Leben sieht das auch so aus, ne? Also jetzt hier keine fotorealistische Grafik, aber so von den Texturen, dass das so ein bisschen verwaschen, schwammig, wie auch immer ist. So, hier ist der Verkaufspunkt. Sieht sehr lustig aus, weil man halt kein typisches Gitter hat, wo man das reinkippt. Also da bitte drauf achten. So, dann fahren wir mal hier rechts weiter. Was ist das jetzt hier? Ach, das ist der Shop. Okay, da kann man quasi seine neuen Trecker alle kaufen. Sieht natürlich sehr witzig aus. Cool. Ist mal was ganz anderes, ne? Also manchmal werden ja Gebäude irgendwie kopiert oder ähnliches. Das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Auch wenn ich jetzt hier, gucken jetzt mal hier, kommt ja eine kleinere Siedlung, nenne ich es jetzt mal. Da gucken wir mal, ob da viele Gebäude kopiert sind. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, da kann man dann... Oh, hier auch wieder Skip Bird. Irgendwas mit Kühen bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber bevor ich jetzt Polnisch lerne, fahre ich einfach weiter. Das sieht schön aus. Das sieht jetzt nicht danach aus, dass hier irgendwas groß kopiert wurde. Ne? Hier ist auch nochmal mit Kühen. Was haben wir? Einen Hof dabei. Sieht schwer nach dem... Da ist das ein Verkaufspunkt oder was. Man kann es natürlich echt doof reinzoomen. Das ist schade. Aber es ist so klein, dass ich selbst mit diesem kleinen Trecker hier immer wenden muss. Also das ist... Ja. Kleine Map. Coole Sachen auf jeden Fall. Ich lasse den Trecker gerade mal hier. Auch schön mit dem Türchen hier dabei. Mag ich sehr, die Animation. Sehr schön. Ja, wieder hier die Waschmaschine. Ne? Überall stehen Waschmaschinen rum. Das ist halt einfach das Sinnbild dazu. So. Schön Durchfahrtore. Sehr praktisch. Ja. Leider Gottes gehen die Türen nicht ganz auf, dass sie hier so ein bisschen auf dem Weg stehen. Seht ihr, was ich meine? Müsste man mal testen, was passiert, wenn man dagegen fährt. Würde ich mal meinen, dass man hängen bleibt. Ne? Einfach nur so vom Design her, wenn ich das so sage. Ich fahre mal jetzt ganz knapp hier dran vorbei. Ja, na, es ist natürlich logisch, dass wir an der Tür hängen bleiben. Oder es ist schon gewollt, sagen wir es mal so. Das ist halt, wie gesagt, dass hier die Türen, die könnten ja ganz aufgehen, ne? Dann würden sie hier nicht im Weg stehen. Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Aber wenn wir dann nach der perfekten Karte suchen, dann muss man das natürlich auch bedenken. Und das sind Elemente, die einen jetzt hier beim Spielen so ein bisschen nerven könnten, ne? Weil hier ist natürlich dann durch die Tür, die nicht ganz aufgeht, etwas eng. In Anführungsstrichen, ne? Also. Aber echt schön. Sehr schön. Also eine wirklich sehr detaillierte Karte. Es kommt mir nicht so vor, als ob hier alles Copy and Paste ist, was bestimmt irgendwo ist. Wir sehen die Waschmaschine. Wir finden gleich bestimmt wieder eine. Da bin ich... Hier steht bestimmt auch eine Waschmaschine irgendwo rum, oder? Ja, hier ist ja... Nee, warte, war das der gleiche Hof? Da steht eine Waschmaschine und hier steht eine Waschmaschine. Genau. Also, entweder waschen die die Wäsche draußen oder... naja, begonnen. Wir wollen uns nicht auf solche... Aber wir sind in Europa. Sehr schön. ich kann kein Polnisch weiter... Oh, guten Tag. Hallo. Ja, versteinerte Mine und die Flasche natürlich daneben. Sehr, nein. So, wir haben keinen Schubladending. So, weiter geht's. Cool gemacht auf jeden Fall. Ah, hier ist noch ein Verkaufspunkt, das ist ja witzig. Hat was. Jetzt gleich gucken wir uns natürlich auch mal die Verkaufspunkte an. Und wir gucken uns an, Silo etc., was denn da drauf ist. Aber so vom Design her etc., ich kann es nicht oft genug sagen, sehr schöne Karte. Wenige Aspekte, die mich stören. Was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das ist halt immer dieses Meckern. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur, was man machen könnte, wo bemerkt, auf so einer Karte. Ne? Das ist immer so eine Sache dann dabei. Also ich glaube, ich würde mir erstmal einen T-Rex ausleihen und hier alles platt machen, wo gar überall Bäume sind. Also nicht alle, aber viele. Die Frage ist zum Beispiel, was passiert, wenn man hier reinfährt? Voilà. Hey, cool. Ja, so ein Waldreiter kann das, ne? Das ist kein Wasser, das sind einfach... Jetzt bin ich mal echt... Oh, habt ihr gesehen? Hier blieb man einmal hängen an dem Ding. Dann mal ein bisschen an dem Auge behalten. Okay. hab ich auch noch nie erlebt. Ja, ist halt so. Finde ich gut, weil es nervt halt nur. Naja, sagen wir es mal so. So, schöne Karte. Wir sind wieder am Anfang an unserer geliebten Bushaltestelle, wo man echt einen ziemlich coolen Einstieg in diese Karte hat, finde ich zumindest. Das sieht sehr gut aus. Wir gehen nochmal ins Silo und wir sehen, wir haben gar kein Silo. Aha. Aha. Das ist auch wichtig zu sehen, dass man gar kein Silo hat. Weil das muss man natürlich kaufen. Das ist natürlich so ein Aspekt. Nicht so gut, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Man braucht nicht zwingend ein Silo, aber ich finde das schon ganz nett. Ne? Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Verkaufspunkte, wobei ein Sägewerk dabei ist und eine Scheune. Eigentlich haben wir nur den einen Verkaufspunkt, den sehe ich gerade.
Das eine ist halt für Eier. Das ist bestimmt. Ukrisi ist bestimmt der Laden, wo wir eben waren. Der da hinten, der leuchtet dahinter. Nee. Was ist denn? Da. Achso, man sieht es schlecht. Da. So. Das ist der Laden, wo eben der nette Herr vor der Tür saß. Man hat einen Verkaufspunkt. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist dann halt so, ne? Also, ist jetzt. Ist halt, ne? Also es ist eine kleine Karte, wo brauche ich da 20 Verkaufspunkte. Hat natürlich Vorteile, weil ich dann halt nicht immer überall hinfahren muss. Die Frage ist, wo ist dieser Verkaufspunkt? Machen wir den mal gerade hier raus und den. Ach, da unten ist der, okay, gut. Ja, wo man eben aus der Karte rausgegangen ist, genau. Ja, sehr, sehr interessante Karte, wenn ich das mal so sagen darf. Sieht sehr cool aus. Ich kann sie gerade noch mal gerne im Menü zeigen, was denn da drunter steht, wenn man hier unter... Das hängt da wieder, lalala, habt ihr das auch mal, wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, dass das irgendwie, jetzt kann ich gerade, ich drücke nach oben, nach unten, es passiert einfach nichts, dann geht es auf einmal wieder weiter. So, Karte etc. und dann Kaminki ist das dann hier, das sind nochmal die Punkte dazu, polnische Atmosphäre, also wie gesagt, in Klammern, Waschmaschinen im Vorgarten. 4 Betriebe, über 70 Felder, Biogasanlage. Über 70 Felder hört sich natürlich erstmal super an, ne? Und wenn man dann auf die Karte geht, denkt man, ja, das sind aber Felder, die sind 3 Quadratmeter groß, ne? Ist nicht schlimm, kann man ja auch zusammenziehen. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt natürlich die Karten, die Felder wunderbar zusammenmadieren, holt euch ein Fichtenmoped, dann wird die blöden Bäume wechseln, dann geht das wunderbar. Und dann sieht das ganz gut aus. Ja, ich finde eine sehr schöne kleine atmosphärische Map. Vielleicht auch ein Multiplayer-Ding durch die verschiedenen Höfe. Gar nicht so uninteressant, finde ich zumindest. Ich würde aber, glaube ich, nicht als Neufarmer starten, sondern in dem Farmmanager. Da hat man einfach vielleicht zum Anfang ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Möglichkeiten, dadurch, dass die Felder so billig sind und das Startmaterial mich jetzt nicht vom Hocker haut. Das muss man einfach so sagen. Hab ein schönes Spiel, schreibt er darunter. Ja, das ist doch mal sehr nett, dass solche Leute das dann auch schreiben können. Genau. Ja, ich hoffe, diese Webvorstellung der Karte Kaminki hat euch gefallen. Dementsprechend würde es mich natürlich immer freuen, von euch zu erfahren, wie ihr diese Karte gegebenenfalls findet, wenn ihr sie schon spielt und ob denn sowas für euch eher was ist oder ob ihr sagt, nein, das ist mir zu klein, das ist mir zu viel Gewummel, ich stehe lieber auf so richtig dicke Karten, damit ich meine 1000 PS Trecker dann übers Land verfahren lassen kann. Das ist die große Frage dabei. Genau, ich hoffe, das Spielen auf der Karte macht euch Spaß, ist auf jeden Fall ganz nett und so kann man natürlich etwas die Zeit überbrücken, bis es denn zum neuesten Update dann der Fall ist. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ich finde, diese Atmosphäre in den Alpen, denke ich mal, hat was und neue Geräte etc. sind natürlich für PlayStation oder für Konsolenbesitzer immer wieder was Besonderes als für PC-Leute, würde ich mal einfach sagen, weil wir einfach nicht so viele unterschiedliche Mods etc. haben. Genau. Dementsprechend schauen wir doch mal, wie es dann so weitergeht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2019. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bleibt gesund, haltet Abstand, ihr kennt die Regeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.